Ich rufe jetzt auf den Einzelplan 09 und als erstes hat das Wort Kollegin Löber für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Schauen wir uns die einzelnen Teile des Umweltministeriums an. Sich für ein paar Millionen mehr im Doppelhaushalt zu loben, wird nicht reichen, um im Bereich Umwelt Akzente zu setzen, weder für die Umsetzung der europäischen noch einer guten hessischen Wasserpolitik. Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie kommt überhaupt nicht voran und wird damit noch nicht einmal teilweise bis zum Jahr 2027 umgesetzt sein. Dafür sind dringend Maßnahmen und rechtliche Regelungen erforderlich, damit Gewässer in einen besseren Zustand versetzt werden können. Eine Wassernutzungsabgabe wird vom Bundesumweltamt nachdrücklich empfohlen. Das Land kommt hier seiner Einnahmeverantwortung nicht nach. Wir fordern dringend keinen weiteren Stellenabbau bei Hessenforst. Die nachhaltige Forstwirtschaft muss im Mittelpunkt von Hessenforst stehen. Dazu gehört auch eine Stärkung der Bildungs- und Beratungsfunktionen. Der Versuch der CDU-Regierungen, Hessenforst ausschließlich zu einem reinen Wirtschaftsbetrieb umzubauen, muss sofort gestoppt werden. Das neue Bewilligungsvolumen im Umweltbereich steigt in 2018 um 10,79 Millionen €. In 2019 dagegen ist dann ein Rückgang um 11,71 Millionen € veranschlagt. Das wäre mir zuerst fast gar nicht so aufgefallen. Aber es gibt zu viele Positionen, durchgängig in allen Einzelplänen, die in 2018 drastisch erhöht werden, um in 2019 wieder auf das ursprüngliche Niveau zu sinken. Ersparen Sie mir hier bitte Ihre weiteren Erklärungen. Es gibt wohl nur eine Erklärung. Viele Gelder sollen durch die Regierung im Wahljahr verteilt werden. Für eine wirkliche Wende im Bereich des Natur- und Umweltschutzes sind etwas höhere Haushaltsmittel alleine nicht ausreichend. Hierfür sind konkrete Maßnahmen erforderlich, die umgesetzt werden und nicht nur auf Papier stehen. Erschreckend war hier der letzte Biodiversitätsbericht des Landes. Das Artensterben schreitet in Hessen voran und ist nicht einmal ansatzweise verzögert worden. Artenschutz in Hessen ist leider fast ausschließlich die Umsetzung und Ausführung rechtlicher Regelungen und Konventionen im nationalen und internationalen Artenschutzrecht. Konkrete hessische Projekte sind Mangelware, auch im vorliegenden Doppelhaushalt. Eine Novellierung des Hessischen Naturschutzgesetzes überfällig. Aber endlich sollen nun umfangreichere Maßnahmen im Artenschutz angegangen werden. Es ist bedauernswert, dass hier lediglich das Wahljahr genutzt wird, um grüne Politik vorzutäuschen. Die letzten Jahre sind nicht konsequent für mehr Natur- und Umweltschutz genutzt worden. Es gibt keine nennenswerten neuen Projekte im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes, die zu einer erkennbaren, messbaren Verbesserung geführt haben. Gute Energiepolitik entsteht nicht durch Schaffung einer Landesenergieagentur und Besetzung der Leitungsfunktion mit einem abgewählten grünen Kreispolitiker. Gute Energiepolitik ist ein Faktor für guten Klimaschutz. Auch hier passiert viel zu wenig. Hessen wird die gesetzten Klimaschutzziele nicht erreichen und verfehlen. Die CO2-Emissionen steigen nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere auch in Hessen. Der integrierte Klimaschutzplan mit 140 definierten Maßnahmen, 42 prioritären Maßnahmen, die in 2018 und 2019 begonnen werden sollen, hiervon wiederum erfolgt lediglich die Umsetzung von 11 prioritären Maßnahmen im Umweltministerium. Für diese 11 Maßnahmen werden 10 unbefristete Stellen im höheren Dienst benötigt. Hier setzt sich der absurde Stellenaufbau im höheren Dienst im Ministerium der letzten Jahre fort.
Ob die Hauptanforderung bei der Besetzung der neuen Stellen im höheren Dienst wieder ein grünes Parteibuch ist, werden wir sehen. Aber geschenkt. Landwirtschaft. Bis zu den Bemerkungen für das Jahr 2016 des Hessischen Rechnungshofes schien hier alles in Ordnung. Hessen ist Vorzeigebundesland der ökologischen Landwirtschaft. Aber die Defizite im Förderwesen sind eklatant und lassen sich auch nicht mehr verheimlichen. Gerade die Förderung der Milchbauern in der Milchmarktkrise war desaströs. Förderkriterium war nicht die Zahl der Milchkühe, sondern der Grünlandanteil. Aber ich denke, wir werden hier noch ausreichend Zeit haben, das im Ausschuss oder sogar im Plenum zu diskutieren. Es zeigt aber den verantwortungslosen Umgang mit Geldern im Haushalt und mit Fördermitteln. Nach wie vor ist die Nitratbelastung der Böden in Hessen viel zu hoch. Kaum konkrete Projekte im Bereich der Landwirtschaft im Doppelhaushalt, um unter anderem die Nitratbelastung der Böden zu verbessern und den Einsatz an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln nachhaltig zu verringern. Kurz ein paar Sätze zum Verbraucherschutz. Zuerst auch hier gute Ideen, gute Ansätze. Die Verbraucherzentrale wurde mit zusätzlichen finanziellen Mitteln gefördert. Aber hinzu kamen Forderungen der Ministerin, was die Verbraucherzentrale alles leisten sollte. Ein zu weitgehender Eingriff der Regierung in die gute Arbeit der Verbraucherzentrale. Nun haben wir eine fatale Situation. 2016 ein Defizit der Verbraucherzentrale in Höhe von 41.000 €. 150.000 € erwartet für 2017 und annähernd so hoch auch für die Jahre 2018 und 2019. Ein Auffangen des Defizits von der Verbraucherzentrale selber ist nicht mehr möglich. Warum wurde dies im Doppelhaushalt nicht berücksichtigt? Eigentlich ein kleiner Betrag. Die durch Sie mitveranlasste Situation der Verbraucherzentrale, werte Ministerin, sollte in Ihrem Ministerium ausreichend bekannt sein. Abschließend noch ein paar Sätze zur Wohnungspolitik. Seit die CDU im Land regiert, hat sich die Zahl der Sozialwohnungen etwa halbiert, auf rund 90.000. Daher wird die Schaffung an bezahlbaren Wohnungen in den nächsten Jahren zu den drängendsten Aufgaben gehören. Wir fordern daher eine Verdopplung der Mittel für den öffentlich geforderten Wohnungsbau. Wir fordern ein neues Wohnungsbauprogramm zur Schaffung bezahlbaren Wohnraumes. Hinzu muss eine weitere Verstärkung der Mittel für die Dorfentwicklung kommen, um die Entwicklung von Zukunftsperspektiven gerade im ländlichen Raum gemeinsam mit der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu fördern. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Löber. Als Nächste spricht nun Frau Kollegin Feldmayer von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich finde es interessant, dass die SPD hier an unserem Doppelhaushalt herummäkelt, ohne bisher einen einzigen Antrag eingebracht zu haben. Die FDP hingegen will alles mit ihren Änderungsanträgen, was an Zukunftsaufgaben für uns vorliegt, eindampfen, unter anderem den Ökoaktionsplan abschaffen, alles, was mit dem Thema Klimaschutz zu tun hat. Sie hat nicht verstanden, was die Zukunftsaufgaben in diesem Land sind, nämlich der Klimaerhitzung etwas entgegenzuwirken und den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Und dafür gibt der Doppelhaushalt 2018-19 die richtigen Antworten, meine Damen und Herren. Das Thema Wohnungsbau, Frau Löber, haben Sie nur kurz gestreift, aber ich glaube, es ist eine zentrale Herausforderung in unserem Land, dass wir uns um das Thema bezahlbaren Wohnraum kümmern. Was wir schon alles erreicht haben, das wissen Sie. Wir haben neue Programme aufgesetzt beim Thema soziale Wohnraumförderung. Wir haben ein Programm für den Mittelstand geschaffen, für die Menschen, die mehr verdienen als diejenigen, die sich in eine Sozialwohnung gehen können, aber die zu wenig Geld haben, um eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt zu bekommen. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass die Studierenden ein eigenes Programm bekommen für mehr bezahlbaren Wohnraum. Insgesamt kann man sagen, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg.
Und jetzt hat unsere Ministerin einen Masterplan Wohnen vorgelegt. Der ist unterfüttert mit 1,6 Milliarden €. Die Mittel für den Wohnungsbau sind vervierfacht worden. Das ist wirklich eine wunderbare Summe. Und ich glaube, da kann man zu Recht auch stolz drauf sein. Und es ist richtig, dass auch mit dem Masterplan Wohnen neue Zielgruppen in den Blick genommen worden sind. Neue Zielgruppen wie die Genossenschaften, aber auch die Menschen, die in gemeinschaftlichen Wohnen schön und gut zusammenwohnen wollen. Diese Menschen haben da jetzt auch einen Ansprechpartner im Land Hessen, und deren Probleme sind auch aufgenommen worden in diesem Masterplan Wohnen. Es wurde neu aufgelegt ein Programm zum Ankauf von Belegrechten. Denn es ist doch sinnvoll, dass die Wohnungen, die jetzt aus der Bindung zu fallen drohen, dass deren Bindung verlängert wird, weil diese Wohnung gibt es bereits und da braucht man keine neuen Wohnungen zu bauen. Und hierfür stehen in 2019 12 Millionen € zur Verfügung. Eine sehr gute Nachricht, wie ich meine. Aber wir wollen nicht nur, dass die Menschen bezahlbare Wohnungen finden. Wir wollen auch, dass die Menschen gut wohnen können. Wir wollen nicht, dass die Menschen irgendwie untergebracht sind, sondern sie sollen auch ein gutes soziales Umfeld vorfinden. Sie sollen gut wohnen. Und deswegen ist es richtig, dass die Städtebauförderung in den nächsten zwei Jahren jeweils 102,2 Millionen € bekommt. Das ist doppelt so viel wie vorher, meine Damen und Herren. Und wir haben auch schon Erfolge vorzuweisen. Das Statistische Landesamt hat darauf hingewiesen, dass 2016 die Zahl der fertiggestellten Wohnungen gestiegen ist. Es wurden so viele gebaut wie zuletzt 2000, nämlich 20.021 Wohnungen. Und auch die Zahl der Sozialwohnungen ist gestiegen in Hessen. Aus dem Bericht der Bundesregierung geht hervor, dass es einen Anstieg gibt bei den neu gebauten Sozialwohnungen in Hessen um 203% im Jahr 2016. Damit ist Hessen führend bei den Bundesländern, die in sozialen Wohnungsbau investieren, zusammen mit Bayern, mit Nordrhein-Westfalen und mit den Stadtstaaten Bremen und Hamburg. Ich finde es interessant, dass Frau Löber sich hier hinstellt und an unserem Wohnungsbauprogramm herummäkelt und sagt, es müssen doch viel, viel mehr Wohnungen gebaut werden im Bereich soziale Wohnungen. Wenn man überlegt, dass die SPD in Frankfurt zusammen mit der FDP hier im Landtag die Fehlbelegungsabgabe, die erst kürzlich eingeführt worden ist, wieder abschaffen will. Der Oberbürgermeister hatte noch aus Frankfurt hatte noch 2012 moniert, dass die Fehlbelegungsabgabe von der damaligen Landesregierung abgeschafft worden ist. Und jetzt unisono SPD Frankfurt und FDP im Landtag wollen die eingeführte Fehlbelegungsabgabe wieder abschaffen. Und damit sind sie genau nicht für sozialen Wohnungsbau, sondern gegen sozialen Wohnungsbau, meine Damen und Herren. Ja, da würde mich einfach einmal interessieren, was die Genossinnen und Genossen hier im Landtag dazu sagen haben. Ja, die Landesregierung setzt die richtigen Schwerpunkte beim Wohnungsbau, aber auch bei den Fragen, die unsere Zukunft angehen, aber auch die Gegenwart. Die Klimaerhitzung, ich habe es schon angesprochen. Der Naturschutz, der Verlust an Artenvielfalt, das sind die zentralen Themen, um die wir uns kümmern müssen, weil hier geht es um unsere Lebensgrundlagen, um unsere Ressourcen. Ohne diese Lebensgrundlagen werden wir nicht mehr leben können und die nachfolgenden Generationen auch nicht. Deswegen ist es richtig, hier viel zu investieren, meine Damen und Herren. Und an die FDP gerichtet möchte ich noch einmal sagen, der Klimawandel ist eine Tatsache, und wir müssen jetzt dagegen etwas tun. Und wir müssen jetzt auch etwas dafür tun, damit die Auswirkungen des Klimawandels gemildert werden. Der Klimaschutz müsse absolute Priorität haben, fordert Arnold Schwarzenegger. Von Zweiflern dürfe man sich nicht irre machen lassen, sagte er jetzt auf der Klimakonferenz. Und ich zitiere, er sagte, wenn ich den Neinsagern und Zweiflern irgendwelche Aufmerksamkeit geschenkt hätte, würde ich heute noch in den österreichischen Alpen sitzen und jodeln. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, von der FDP, wenn Sie schon nicht auf Arnold Schwarzenegger hören wollen, dann hören Sie vielleicht auf die ganzen Unternehmen, die jetzt im Vorgriff des Klimagipfels einen Appell an die Welt, an die Bundesregierung gerichtet haben. Unternehmen, die sagen, wir müssen uns für den Klimaschutz einsetzen. Unternehmen, aber auch Banken, Unternehmen
wie Apple, wie Adidas, wie Unilever, wie H&M, Philips, Puma und so weiter und so weiter. Das sind die Unternehmen, auf die Sie vielleicht hören könnten als Partei der Wirtschaft. Und Frau Löber, wenn Sie einfach hier einmal behaupten, dass Hessen die Klimaschutzziele nicht einhält, dann möchte ich wissen, wo Sie diese Information denn herhaben. Die Klimaschutzziele sind eingehalten worden. Seit 1990 ist der CO2-Ausstoß in Hessen um 15,3 % gesunken. Also, ich finde, da muss man schon bei den Tatsachen bleiben hier im Hessischen Landtag. Meine Damen und Herren, für den integrierten Klimaschutzplan 2025 werden im Doppelhaushalt 2018-19 die Gelder verdoppelt, und es werden vor allen Dingen auch themenübergreifend die Probleme angegangen. Ich finde es richtig, dass man sich auch einmal darauf konzentriert, das große Ganze zu sehen. Zum Beispiel Landwirtschaft, Naturschutz und Klimaschutz werden da zusammengebracht. Ja, die Landwirtschaft verursacht auch Treibhausgase, das wissen wir. Und deswegen ist es auch richtig, dass in Hessen das eigene Programme aufgelegt werden, um die Landwirte zu beraten in diesem Bereich. Und es ist auch richtig, dass die Landwirte beraten werden beim Thema Artenschutz. Alles in allem muss ich sagen, der Ökolandbau, der ist wirklich die Wirtschaftsform, der Goldstandard, wo besonders ressourcenschonend mit unseren Lebensgrundlagen umgegangen wird. Und deswegen ist es richtig, dass für den Ökolandbau auch weiterhin viele Fördergelder bereitstehen, damit die Landwirte, die schon ökologisch wirtschaften, ihre Flächen ausweiten können und die Landwirte, die dazukommen wollen, auch umstellen können. Dafür haben sie in Hessen in der Landesregierung einen verlässlichen Partner. Dafür sind genügend Gelder bereitgestellt. Und vielleicht noch an die FDP gerichtet. Sie haben ja einen Änderungsantrag eingebracht, dass die Förderung für den Ökolandbau abgeschafft werden soll. Die Begründung lautete lapidar, weil Sie brauchen doch keine Subventionen, und das soll man doch alles dem freien Wirtschaften überlassen. Zu Ihrer Information, alle Landwirte bekommen Subventionen, nicht nur die Ökolandwirte, sondern auch die konventionellen Landwirte. Vielleicht überdenken Sie noch einmal diesen Änderungsantrag, meine Damen und Herren von der FDP. Ja, ich freue mich auch, dass die Ökomodellregionen in Hessen weiterlaufen. Wir haben bereits 3 Ökomodellregionen. Sie werden weiterfinanziert, und jetzt werden 3 neue hinzukommen. Also, ich muss sagen, Hessen ist auf dem richtigen Weg beim Wohnungsbau, beim Klimaschutz, bei der Landwirtschaft und beim Naturschutz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Feldmayer. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es sich noch lohnt, hier noch ein Wort zu verlieren. Weil wenn die Referenzgröße für den Hessischen Landtag Arnold Schwarzenegger ist, dann sind wir ganz schön weit unten angekommen. Also, ich meine, im letzten Jahr haben es die GRÜNEN ja immer noch geschafft, den Papst zu zitieren und dabei übersehen, dass der Papst in seinen politischen Forderungen deutlich weiter geht, als Sie es je hier tun würden und könnten, weil Sie dazu nicht den Mut haben. Aber jetzt Schwarzenegger als Referenzgröße, das finde ich absolut unfassbar, wirklich, nicht mehr zu unterbieten. 1997 wurde in der Umweltverwaltung ein Stellenabbau um 10 % beschlossen. Mit Kochs düsterer Zukunft folgte ein weiterer Stellenabbau um 23 %. Die Aufgaben sind aber seither nicht weniger, sondern mehr geworden und waren auch damals schon viele. Und sie sind aufwendiger geworden. Und das kann über Strukturoptimierung und Effizienzsteigerung nicht ausgeglichen werden. Das muss zulasten der Umsetzung und auf die Knochen des Personals gehen. Die Umweltverwaltung überwacht die Umsetzung und Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. In den Bereichen Raum- und Bauplanung sowie Naturschutz ist sie sogar ausführend. Seit Jahrzehnten fehlt es diesen wichtigen Aufgaben an Personal. Das hat Folgen bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, für die Sicherung der Natura 2000-Gebiete, der Lebensmittelüberwachung und den Verbraucherschutz.
Es kommt vermehrt zu Verletzungen des Naturschutzrechts, wie im Odenwald, wo in Bad König in einem Neubaugebiet das komplette uferbegleitende Gehölz gerodet wurde, weil die Kommunalaufsicht versagt hat. Oder die Rodung von naturnahem Auenwald im Schönfelder Bach in Kassel, weil das Beteiligungsrecht nicht gewahrt wurde. Zwei Fälle unter vielen. Der Naturschutz braucht das Ehrenamt. Aber es muss Schluss damit sein, dass am Ende das Ehrenamt die Hauptlast im Naturschutz stemmt. Das sind originäre Aufgaben des Landes und von Menschen zu erledigen, die hierfür entlohnt werden, womit ich nicht das Austeilen von Medaillen meine. Während die Umweltverantwortung sträflich vernachlässigt wird, stärkt das Land den Verfassungsschutz, eine Behörde, die nachweislich großen Schaden angerichtet hat. Was hilft es, wenn wir ein Umweltrecht ohne Umsetzer haben? Das fragen wir uns nicht nur bei der Versenkgenehmigung für K+S, das fragen wir auch beim Einsatz des Totalherbizids Glyphosat. Wenn die hessische Umweltministerin per Erlass den Einsatz von Glyphosat auf öffentlichen Flächen untersagt, ist das gut, muss aber auch kontrolliert werden. Die Kommunen setzen mittlerweile so viele Fremdfirmen bei der Grünlandpflege ein, auch das eine Folge des Spardiktats des Landes, dass ein Erlass ohne Kontrolle logischerweise auch ohne Folgen bleibt. Und warum, Frau Ministerin, untersagen Sie nicht die Nutzung von Glyphosat auf landeseigenen Ackerflächen? Eine Kommune nach der anderen findet den Weg, den Glyphosateinsatz auf ihren eigenen landwirtschaftlich genutzten Flächen zukünftig zu verbieten. Übrigens erst letzte Woche die Landeshauptstadt Wiesbaden unter grüner Beteiligung, will ich da mal nur sagen. Nur die Umweltministerin, die scheint es da offensichtlich nicht zu wollen. Es ist mehr als nur schlechte Haushaltspolitik, den Einsatz von Totalherbiziden zuzulassen, gleichzeitig aber Geld für den Artenschutz auszugeben. Da können Sie es auch gleich schreddern. Mit keinem noch so guten Natur- und Artenschutz können Sie Glyphosat und Co. das, was die anrichten, kompensieren. Frau Ministerin, lassen Sie die landeseigenen landwirtschaftlichen Betriebe glyphosatfrei wirtschaften, würgen Sie da auf die Pächter ein, machen Sie das zu Bedingungen. Und eine chronisch unterbesetzte Verwaltung wird zum Flaschenhals für Zukunftsinvestitionen. Nicht nur, dass Fehler gemacht werden und es Verstöße ohne Folgen gibt, auch die Planungen dauern richtig lange, wenn es der hessischen Verwaltung an Personal mangelt. An fast allen Investitionen mit großen Baumaßnahmen, von der Schulsanierung über die Umgehungsstraße bis zum ÖPNV, ist die Umweltverwaltung beteiligt. Und wenn dann mal schnell reagiert werden muss, wie bei dem Absturz der Milchpreise in 2016, kommt es zwangsläufig zu Pannen. Wie kann es sein, Frau Ministerin Hinz, dass von den 5 Millionen € Soforthilfe für Milchbauern ein Drittel bei Hessenforst, Schäfern und anderen grünlandbewirtschafteten Betrieben landen, die überhaupt nichts mit Milch zu tun haben. Mit einer guten Planung, dazu braucht man ausreichend Personal, mit einer professionellen Umsetzung, und dazu braucht man auch wieder ausreichend Personal, und einer hauseigenen Kontrolle, und dazu braucht man wieder ausreichend Personal, wäre das sicher nicht passiert. Und laut Landesrechnungshof häufen sich die Fälle des offensichtlichen Versagens. Das Verb Versagen könnte die Überleitung zu vielen Themen wie beispielsweise der Stickoxidbelastung durch Dieselfahrzeuge, wie Schutz gegen Fluglärm oder den Bau von Sozialwohnungen sein. Ich möchte an dieser Stelle auf den Klimaschutz zu sprechen kommen. 140 Millionen € will das Land in den nächsten 2 Jahren zusätzlich in den Klimaschutz investieren, kündigten Sie an, Frau Ministerin, in Ihrer Regierungserklärung zum Klimaschutzplan im März. Das Geld solle in 42 Projekte fließen. Auf längere Sicht seien 100 weitere Maßnahmen geplant. Teil des Planes sei das Jobticket, so auch wieder die Ministerin. Das finden wir im Prinzip gut, wenn auch nur zu kurz gegriffen. Aber allein dafür sind im Landeshaushalt für die kommenden 2 Jahre 100 Millionen € vorgesehen. Nach Abzug des Jobtickets bleiben dann rechnerisch von den 140 Millionen € noch 24 Millionen € pro Jahr für die anderen 41 Projekte. Die 100 weiteren Maßnahmen die lassen wir mal großzügig unter den Tisch fallen. Im September verkündet die Umweltministerin auf einer ihrer zahlreichen Werbeveranstaltungen zum Landeshaushalt, dass für die Umsetzung des Klimaschutzplans die Haushaltsmittel
mehr als verdoppelt worden sein. Tolle Überschrift. Aber wenn man das liest, erfährt man, dass für das Jahr 2018 insgesamt 11,8 Millionen € und für das Jahr 2019 12,8 Millionen € zur Verfügung stehen werden. Das Jobticket abgezogen, sind aus den im Frühjahr angekündigten 24 Millionen € pro Jahr 12 Millionen € geworden. Okay, das ist das Doppelte der Gelder von 2017, aber es ist die Hälfte der Ankündigung. Knapp 5 Millionen € davon sollen in ein Förderprogramm und Beratungsprogramm für die Landwirtinnen und Landwirte fließen. Sicher gut angelegtes Geld. Was bleibt dann für die anderen 40 im Frühjahr angekündigten Klimaschutzprojekte außer der Ankündigung? Was Sie hier betreiben, Frau Minister, ist diskursive Geldvermehrung. Sie gaukeln den Menschen... Ich möchte daran erinnern, dass Ihre beantragte Redezeit jetzt abgelaufen ist. Danke. Sie gaukeln den Menschen vor, dass Sie vergleichsweise große Summen für den Klimaschutz einsetzen, 140 Millionen, ja die Haushaltsmittel mehr als verdoppeln. Übrig bleibt für die meisten Projekte im realen Leben aber fast nichts. Bei der Bilanzierung der klimarelevanten Emissionen verschleiern Sie, wo wir wirklich stehen. Da behaupten Sie, dass das Land bereits eine Senkung der Treibhausgasemissionen um 26 % erreicht habe, wo es in Wahrheit nur 12 % sind, wenn man die Stromimporte nach Hessen mit berücksichtigt. Wenn man Ihrer Logik folgt und das auf den Verkehrssektor anwenden würde, wäre der CO2-Ausstoß des Verkehrs kein Problem. Einfach die Ölimporte nicht berechnen und den CO2-Ausstoß für den bei uns verfahrenen Treibstoff den Exportländern aufbrummen, schon wäre unser Straßenverkehr klimaneutral. Das ist genau das, was Sie da beim Strom gemacht haben. Sie verkaufen uns für dumm. Das sind Taschenspielertricks. Erst reden Sie die CO2-Bilanz schön und dann die Haushaltsmittel. Im Ergebnis verschleiern Sie die Dramatik der Situation und entziehen sich den tatsächlichen Herausforderungen des Klimaschutzes. Wenn wir bis 2025 40 % der CO2-Emissionen einsparen wollen, und das ist Ihr eigenes Ziel, muss der Ausstoß jedes Jahr um 3,5 % gesenkt werden. Aktuell schaffen wir noch nicht einmal ein halbes Prozent. Und mit jedem Jahr, das wir mit dieser schwarz-grünen Klimakosmetik weitermachen, werden die Herausforderungen größer und nicht kleiner. Wenn Sie Inspirationen brauchen, welche Richtung der Haushalt nehmen muss, wenn man den Klimawandel ernst nimmt, empfehle ich Ihnen die Lektüre unserer Anträge. Und ich sage Ihnen ganz offen dazu, Abschreiben ist ausdrücklich erlaubt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner spricht nun Kollege Landau von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach der Rede der Abg. Schott möchte ich mal wieder ein wenig die Maßstäbe zurechtrücken. Ich denke, das ist notwendig. Ich fange mit der Aussage an, auch im Bereich Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz setzen wir mit dem Doppelhaushalt 2018-2019 Wegmarken. Das wird an deutlich erhöhten Haushaltsansätzen für viele Themen, die wir als wichtig für eine lebenswerte Zukunft erachten, ablesbar. Für den Naturschutz steht in den beiden Haushaltsjahren mit 33 Millionen € fast die doppelte Summe zur Verfügung wie derzeit, um ehrenamtliche Projekte wie das Anlegen von Feuchtwiesen zu ermöglichen oder um geforderte Naturschutzmaßnahmen zum Erhalt von Lebensräumen und zur Artenvielfalt umzusetzen. Damit unterstreichen wir unsere Verantwortung einer lebendigen Natur und stehen im Gegensatz zur FDP, die die Ansätze für die Förderung der biologischen Vielfalt, hier die Drucksache 19/5614, zusammenstreichen möchte. Auch für Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen verdoppeln wir die Haushaltsansätze. Damit wird der in diesem Jahr verabschiedete Hessische Klimaschutzplan 2025 nicht nur mit Leben erfüllt, sondern auch ein ordentliches Stück abgearbeitet. Landwirte erhalten auf sie zugeschnittene Förder- und Beratungsangebote zur Vermeidung von Ernteausfällen infolge des Klimawandels.
Waldbesitzer erhalten eine Klimarisikokarte für Waldbaumanagement. Kommunen und Unternehmen wird eine Transferstelle Klimaanpassung für ihre Strategien bezüglich sich verändernder klimatischer Bedingungen zur Seite gestellt. Während wir also Anstrengungen unternehmen, einen unbestreitbaren und mächtiger werdenden Klimawandel nicht unvorbereitet gegenüberzustehen und Menschen dabei auch einbinden, erklärt unsere FDP das alles in bester Trumpscher Manier geradezu für Unsinn und beantragt in ihren Drucksachen 56, 15 und 16 nicht nur die Schließung des Fachzentrums Klimawandel, sondern auch gleich die Abschaffung des Klimaschutzplans. Und wenn vorhin gesagt wurde, Arnold Schwarzenegger sei vielleicht nicht derjenige, der hier der Richtige sei zum Zitieren, dann bringe ich ein Zitat, das hoffentlich unbestritten ist, von Gorbatschow. Der sagte, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Er meinte das in einem anderen Zusammenhang. Ich meine das hier, wenn wir uns jetzt nicht auf den Klimawandel einstellen, hier aktiv ihm entgegentreten, dann werden wir irgendwann unvermindert die Auswirkungen zu spüren bekommen. Und das kann nicht unser Wille sein. Aber es passt natürlich bei dem, was ich eben erzählt habe, in Bezug auf die SPD natürlich auch in das Bild, dass sie die Nachhaltigkeitsstrategie verabschieden möchte, sich von der Nachhaltigkeitsstrategie verabschieden möchte. Wir als CDU halten das damit ins Leben gerufene Gremium für hilfreich, weil es unterschiedliche Gruppen und Sichtweiten zusammenbringt und letztlich für einen guten Dialog in der Sache sorgt. Für die Landwirtschaft, damit komme ich zu einem anderen Punkt, signalisieren wir Planungssicherheit mit Blick auf die neue Förderperiode des Hessischen Programms für Agrar-, Umwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen, dem HALM, wenn wir 2019 über 210 Millionen € in die Neubewilligungen geben. Damit geben wir eine verlässliche Förderung für gesellschaftliche Aufgaben, die alle Landwirte in Hessen erbringen. Ferner unterstützen wir Landwirte mit 14 Millionen € mit einer einzelbetrieblichen Investitionsförderung in moderne Maschinen und Ställe und mit dauerhaft hohen Mitteln für die Ausgleichszahlung in benachteiligten Gebieten. Auch das ist wichtig. Wir leben ein Miteinander von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft. Eine verstärkte Förderung des einen geht nicht zulasten des anderen. Mit neuen Marketingprospekten für Biofleisch, Milch, die wir uns 2018 und 2019 über 3 Millionen € kosten lassen, kommen wir danach der steigenden Nachfrage unserer Bürger nach solchen Produkten nach. Für das Wohnungswesen und den Wohnungsbau wird die Landesregierung bis 2019 die Summe von 1,6 Milliarden € bereitstellen. Uns sind die großen Herausforderungen bezüglich Wohnraum mehr als bewusst, weshalb wir hier vielfältig fördern. Von Darlehen für den Bau, die Modernisierung oder den Erwerb von Wohnraum, über Baukostenzuschüsse für studentischen Wohnraum bis zu Förderprogrammen wie Stadtumbau und soziale Stadt. Mit der Allianz für Wohnen, der Baulandoffensive und dem Masterplan Wohnen widmen wir uns diesem Thema in besonderer, in angemessener Weise. Mit dem neuen Förderprodukt Nachhaltiges Wohnumfeld sollen Städte mit Wohnraumdefizit zunächst dabei unterstützt werden, Konzepte für eine nachhaltige, ökologische und soziale Entwicklung neuer, bedarfsgerechter Wohnbauflächen zu erarbeiten. Diese sollen in einem späteren Schritt Grundlage für konkrete bauliche Maßnahmen werden. Aber zum Schluss tun wir im Einzelplan 9 auch viel Gutes für den ländlichen Raum. Der ländliche Raum, das wissen Sie, ist eines der zentralen Themen für diesen Doppelhaushalt und eine Initiative der Landesregierung. 750 Ortsteile befinden sich zurzeit in der Dorfentwicklung. Mit den Haushaltsmitteln für die Dorfmoderation wollen wir den Kommunen zur Seite stehen, die nicht Förderschwerpunkt der Dorfentwicklung sind, aber die sich natürlich genau denselben Problemen ausgesetzt sehen, wie es die teilnehmenden Kommunen tun. Über Pilotprojekte zur Aktivierung von Innenlagen in ländlichen Dörfern und Städten wollen wir Erfahrungen sammeln, wie dort Leerstände, Brachen und Schrottimmobilien einer städtebaulichen Nutzung zugeführt werden können.
Dies ist eine Hilfestellung für die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit von Ortskernen im ländlichen Raum. Es gibt neben Kongress-, Messe- und Städtetourentourismus auch eben einen nicht unerheblichen Landtourismus. Und wir wissen, dass dieser Landtourismus eine wichtige Rolle bei der Tourismus- und Regionalentwicklung ländlicher Räume einnimmt. Von daher werden wir die bestehende investive Förderung im Rahmen des LEADER-Programms und die Marketingberatung über die Hessen-Agentur mit weiteren Maßnahmen ausbauen, die über das bisherige Maß dazu beitragen sollen, touristische Potenziale auf dem Land erfolgreich zu heben und dann auch erfolgreich zu vermarkten. Als CDU-Fraktion stehen wir hinter all diesen Zielen, welche mit den entsprechenden Haushaltszahlen im Haushaltsentwurf hinterlegt sind. Wir sehen anders als Frau Löber deutliche Akzente, die hier gesetzt worden sind. Wir begrüßen Sie, tragen Sie mit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Knell von der Fraktion der FDP. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben jetzt das Wort. Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen, meine Herren! Insgesamt muss man der Haushaltspolitik der Landesregierung ja eher vorwerfen, dass sie keine Schwerpunkte setzt und mit der Gießkanne übers Land geht. Aber ich konstatiere gerne, dass das Umweltministerium tatsächlich Schwerpunkte setzt. Nur was nützt das, wenn es die falschen sind? Was nützt es, wenn die grünen theologischen Forderungen es sind, die sie seit Jahren vor sich hertragen, ohne sich auch nur eine Sekunde darüber Gedanken zu machen, ob sich vielleicht die Ausgangslage verändert hat, ob es wirklich Sinn macht, die Waschbären zu schonen, ob sich FSC wirklich ökologisch lohnt oder ob einem mehr an Wohnungsbau und nicht vor allem die bürokratischen Bauvorschriften im Wege stehen. Politische Schwerpunktsetzung muss man auch an den Realitäten und vor allen Dingen an die veränderten Realitäten anpassen. Man muss sie neu denken. Schauen wir uns einmal die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der Umweltministerin an. Die FSC-Zertifizierung ist ein typisches Beispiel dafür, was ideologisch betriebene Politik bedeutet. Da wird ein Label eines Vereins von der Landespolitik promotet, das nach eigener Einschätzung von Hessenforst ökologisch keinen Nutzen hat und ökonomisch ein Desaster für den Landesbetrieb ist. Und diese Einschätzung stammt nicht von der Opposition hier im Haus, nein, es stammt von den Fachleuten von Hessenforst, die Ihnen diese erschreckende Bilanz in einem Gutachten aufgeschrieben haben. Was macht die grüne Ministerin mit diesem Gutachten, wenn es nicht in ihr politisches Weltbild passt? Sie hält es erst einmal unter Verschluss und gibt ein Gegengutachten in Auftrag von einem Unternehmen, das selbst FSC-Mitglied ist. Aber der Clou an dem Ganzen ist, dass dieses Unternehmen laut eigener Aussage schon im August ein Gutachten übergeben hat. Offenbar aber nicht mit dem gewünschten Ergebnis, weil das Gutachten wird immer wieder angekündigt und scheint noch entsprechend angepasst werden zu müssen, damit es dann auch zum grünen Parteiprogramm passt. Wenn man sich die Folgen von FSC aber einmal genauer anschaut, dann sieht man eben, dass FSC Hessenforst massiv unter Druck setzt, weil es massive ökonomische Einbrüche durch FSC gibt, die nicht durch höheren Verkaufserlös erbracht werden können. Im Gegenzug werden die Kosten für die Kommunen und die privaten Waldbesitzer massiv erhöht, um einen Ausgleich zu schaffen. Der Unmut dort wächst massiv, und immer mehr Kommunen steigen aus der Beförsterung durch Hessenforst aus. Diese falsche Politik müssen Sie beenden. FSC bringt keinen ökologischen Fortschritt, sondern erhöht den Druck massiv. Und dass das die CDU mitmacht, zeigt einmal mehr, dass Sie den kompletten Bereich der Land- und Forstwirtschaft den Grünen ausgeliefert haben. Das sieht man auch beim nächsten Realitätscheck, der Jagdverordnung. Ohne fachliche Grundlage haben Sie die Jagdzeiten selbst für eingewanderte Arten wie den Waschbären eingeschränkt. Und dass das gerade beim Waschbär ein Fehler ist, kann ich Ihnen nicht nur als Jägerin bestätigen. Das wissen auch die vielen Menschen, deren Häuser der Waschbär demoliert. Dabei haben Sie immer behauptet, dass Sie die neuesten wildbiologischen Erkenntnisse zur Grundlage Ihrer Entscheidung machen. Dennoch sind Sie seit inzwischen mehr als einem halben Jahr nicht in der Lage, diese wildbiologischen Erkenntnisse als Begründung dem Staatsgerichtshof mitzuteilen. Im Gegenteil, die Landesregierung spielt auf Zeit und bittet immer wieder um Fristverlängerung, weil das Gutachten, das die Jagdverordnung begründen soll, noch nicht vorliegt.
Sie werden mit der Jagdverordnung vom Staatsgerichtshof Schiffbruch erleiden. Und das haben Sie auch verdient, weil Sie das Parlament übergangen haben und weil grünes Parteiprogramm eben nicht ausreicht, um wildbiologische Erkenntnisse zu ersetzen. Auch hier bleibt das Fazit, die CDU schaut zu und hat auch die Jäger den Grünen ausgeliefert. Und wie ist es in der Landwirtschaft? Die Anbaufläche beim Ökolandbau wächst und wächst, weil die Förderung des Landes massiv ausgeweitet worden ist. Aber dem Rest der Landwirtschaft macht die Landesregierung das Leben schwer. Durch immer weitere Bürokratie, durch Auflagen und Verbote und durch das Misstrauen, das den Landwirten entgegenschlägt. Die einseitige Ausrichtung des Landes allein auf den Ökolandbau ist eine weitere Schwerpunktsetzung, die den Grünen das Feld allein überlässt. Wir sind nicht gegen Ökolandbau, aber es muss eben einen fairen Ausgleich geben, und der findet derzeit so nicht statt. Und dann kommen Sie auf die Idee, den Milchbauern in der Krise etwas Gutes tun zu wollen. Sie rühmen sich dafür, dass Hessen das einzige Land ist, das 5 Millionen € für die Milchbauern bereitgestellt hat. Das haben wir auch ausdrücklich begrüßt. Aber dass ein Drittel dieser 5 Millionen € gar nicht bei den Milchbauern angekommen ist, sondern bei Hessenforst und anderen Betrieben, die gar keine Milchkühe haben, wussten Sie schon bei der Aufstockung des AGZ-Programms. Und warum haben Sie da nicht mit offenen Karten gespielt? Und dann ist da noch das Land gespült. Da kommt dann die Ministerin in der Sommerpause auf die Idee, man könnte mal so mir nichts, dir nichts das Landgestüt in Dillenburg schließen. Man könnte jetzt sagen, das wäre immerhin ein Beitrag zur strukturellen Sanierung des Haushaltes, aber begründet mit Tierschutzbedenken. Nach 3 Jahren Regierungszeit ist das etwas plötzlich, aber nun gut. Problem nur, dass das Vorgehen offensichtlich mit niemandem abgestimmt war. Und die CDU macht es dann wie immer. Vor Ort kämpft sie für den Erhalt, im Landtag schweigt sie, am Ende rudern alle zurück, inklusive des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Ja, und das Ergebnis? Das Landgestüt ist kein Landgestüt mehr, weil die Hengste verkauft wurden. Trotzdem bleibt es erhalten, und keiner kann richtig zufrieden sein. Das war wohl eher eine falsche Baustelle, die die Ministerin da aufgemacht hat. Ein anderer Schwerpunkt der Landesregierung war dann der Klimaschutzplan. 160 Maßnahmen wurden als Ideen vorgestellt. Darin enthalten Dinge wie die fleischlose Kantine und alles, was man sonst noch nicht so braucht. Am Ende finden sich alle diese Maßnahmen zwar nicht mehr wieder, stattdessen wird plötzlich das Jobticket für die Landesbediensteten als Maßnahme des Klimaschutzplans umgedeutet. Und plötzlich waren auch mehr als 50% der Kosten für diese eine Maßnahme veranschlagt. Dabei wurde diese Maßnahme doch überhaupt nur zufällig erfunden, weil die Landesregierung in den Tarifvertrag das Burgerverbot schreiben wollte. Das ist schon ein sehr interessanter Deal. Und Frau Kollegin Feldmayer, Sie haben eben Herrn Schwarzenegger als Beispiel herangezogen. Da sollte man sich vielleicht auch anschauen, was so ein Mensch für Politik macht, nämlich nicht nur Umweltpolitik, die Sie vielleicht gutheißen, sondern dieser Mann kämpft die Todesstrafe, hat sich immer für die Todesstrafe eingesetzt und hat eine Integrationspolitik vertreten, die Sie als GRÜNE sicherlich nicht vertreten können. Aber egal, was die GRÜNEN oder Schwarzenegger sagen, eines ist klar, am Ende ist der Klimaschutzplan vollkommen überflüssig, weil wir dem europäischen Emissionshandel unterliegen. Und auch wenn es hier im Haus niemand einsehen will, solange der Emissionshandel existiert, wird jede einzelne Tonne CO2, die wir einsparen, woanders ausgestoßen werden. Und die Polen freuen sich über jede Tonne, die wir mit viel Geld einsparen, weil sie dann ihre Kohlekraftwerke am Netz lassen können. Wenn wir ohne Planwirtschaft marktwirtschaftlich an die CO2-Vermeidung gehen würden, dann könnten wir auch etwas erreichen. Aber dieser hessische Klimaschutzplan hat am Ende nur eine Folge. Es gibt neue Stellen im höheren Dienst im Umweltministerium, die bestimmt nicht zu einer CO2-Vermeidung beitragen, sondern eher heiße Luft produzieren. Und apropos Luft, was ist denn eigentlich die Position der Landesregierung zur blauen Plakette? Die Umweltministerin erklärt bei jeder Gelegenheit, dass sie die blaue Plakette einführen will, um die Diesel aus den Innenstädten zu bekommen. Der Ministerpräsident erklärt, dass er alles tun will, um Fahrverbote zu verhindern. Ja, was gilt denn nun? Sie müssen sich das schon einmal absprechen. Die blaue Plakette ist nichts anderes als ein Fahrverbot, und diese einzuführen wäre nicht nur Enteignung für viele Menschen, sondern würde auch tausende Dieselfahrzeuge aus den Innenstädten ausschließen. Pendler kämen nicht mehr zur Arbeit. Nicht jeder kann sich alle 4 Jahre einen neuen Diesel leisten oder ein neues Auto. Die CDU sollte wirklich aufpassen, dass sie nach den Jägern, den Land- und Forstwirten nicht auch noch die Dieselfahrer der grünen Schwerpunktsetzung in diesem Land opfert.
Ökologie und Ökonomie kann man nicht vereinen, wenn man eine grüne Umweltministerin und einen grünen Wirtschafts- und Verkehrsminister hat, liebe Kollegen von der Union. Bleibt noch das Thema Wohnungsbau. Immer neue große Programme werden von der Landesregierung angekündigt, meist durch Bundesgeld finanziert und über mehrere Jahre aufsummiert, damit die Zahlen auch schön groß wirken. Dabei hat die Ministerin inzwischen bereits mehrfach angemerkt, dass mehr Geld gar keinen Effekt mehr hat, da die Programme gar nicht ausgeschöpft werden. Es hakt vielmehr bei den enormen Hürden, die man aufgebaut hat, wie die Energieeinsparverordnung, Bauordnung, Grunderwerbsteuer, Fehlbelegungsabgabe, Abschaffung, Eigentumsförderung, fehlendes Bauland usw. und so fort. Bauen ist inzwischen einfach massiv verteuert worden. Und wenn wir nicht endlich auf Bundes- und Landesebene die bürokratischen Hürden und die Bauvorschriften senken, werden wir die Wohnungsnot in den Ballungsräumen nicht in den Griff bekommen. Und auch hier stehen sich die GRÜNEN selbst im Weg. Immer striktere Energieeinsparvorschriften, die das Bauen teurer machen, stehen einer Wohnungsbauoffensive im Weg. Die Fesseln im Wohnungsbau müssen gelöst werden, und das ist dringend Zeit. Insgesamt bleibt beim Einzelplan 09 nur festzustellen, die Ministerin setzt zwar Schwerpunkte bei ihrer Arbeit, aber es sind die falschen. Und die CDU steht Schmiere und lässt die Ministerin ohne Gegenwehr gewähren. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Für die Landesregierung spricht nun Frau Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Landesregierung und die sie tragende Koalition setzt Schwerpunkte, auch im Umweltbereich. Und ich finde, sie setzt die richtigen Schwerpunkte. Ich freue mich sehr über die Unterstützung, die ich bekomme für die wichtigen Bereiche, wo wir versuchen, die Herausforderungen gemeinsam nicht nur anzugehen, sondern auch zur Problemlösung beizutragen. Da komme ich zunächst einmal zum Wohnungsbau. Also, Sie wissen alle, dass wir einen eklatanten Mangel an Wohnungen haben, vor allen Dingen in den Ballungsräumen und in den Hochschulstädten. Deswegen hat sich die Koalition verständigt, und das findet sich dann auch wieder, dass wir ein zweites kommunales Investitionsprogramm Wohnen auflegen mit 257 Millionen €. Ich finde, das ist ein Wort. Und hier können wir den Kommunen deutlich machen, dass wir an ihrer Seite stehen, wenn sie schnell, rasch und unbürokratisch Wohnraum schaffen wollen, weil genau dafür ist das kommunale Investitionsprogramm Wohnen da. Und das erste Programm war so schnell weg, Frau Knell, ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen, dass die Gelder, die wir in den Wohnungsbereich zur Verfügung stellen, dass die nicht abgerufen werden. Richtig ist, wir mussten noch keinen Antrag aus Finanzgründen ablehnen. Und das wird bei dieser Landesregierung weiterhin so sein. Das kann ich Ihnen jedenfalls versprechen. Wir haben nämlich, Herr Lenders, Sie brauchen gar nicht so laut zu brüllen. Ich bin mit Mikrofon. Nein, wir haben nämlich jetzt auf Wir haben nämlich jetzt auf 1,6 Milliarden € das Wohnungsbudget aufgestockt für diese Wahlperiode. 1,6 Milliarden €. Dafür, also so viel Geld gab es noch nie für den Wohnungsbau in Hessen. Und das schafft CDU und GRÜNE gemeinsam. Und darauf können wir stolz sein. Darüber hinaus, und weil es uns auch wichtig ist, dass die Wohnungen tatsächlich gebaut werden, haben wir die Baulandoffensive an den Start gebracht. Wir wollen die Kommunen unterstützen, auch schwierige Gebiete in die Flächenentwicklung zu bringen, dass am Ende dort frei finanzierte, aber auch vor allen Dingen
sozial geförderte Wohnungen entstehen. Und die Kommunen, die sind froh, dass wir sie unterstützen. Wir haben seit Juni schon fast 30 Anfragen, und wir werden die Kommunen auf jeden Fall auch bei dieser Bauflächenentwicklung unterstützen. Und wir werden, auch dieses wird mit dem Haushalt jetzt auf den Weg gebracht, wir werden die Landesflächen künftig für Bebauung mit sozialem Wohnraum günstiger abgeben. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mit dem Doppelhaushalt auf den Weg gebracht wird. Die Bindungsdauer für die Wohnraumförderung wollen wir verlängern, und weitere Maßnahmen mehr sind in dem Masterplan Wohnen niedergelegt. All das wird unterstützt von der Allianz für Wohnen, wo wir ganz unterschiedliche Akteure von den kommunalen Spitzenverbänden über die Kammern bis hin zur Wohnungswirtschaft und dem Mieterbund zusammengebracht haben. Ich bin froh, dass ich mich auf ein solches Gremium stützen kann bei der hessischen Wohnungspolitik. Ich komme zum zweiten Schwerpunkt, dem Naturschutz in Hessen. Ja, wir haben den Rückgang der Artenvielfalt, nicht nur in Hessen, sondern bundesweit, europaweit. Das ist ein Problem. Deswegen ist unsere Anstrengung darauf gerichtet, dass wir wieder Lebensräume schaffen für die unterschiedlichen Arten, die wir hier in Hessen nicht nur stabilisieren wollen, sondern möglichst auch wieder ansiedeln wollen. Bedrohte Arten wie Feldhamster, Kiebitz, Feldlerche, viele Insekten, die Liste ließe sich leider lange fortsetzen. Diese wollen wir alle in Hessen behalten, und das kostet natürlich Geld. Wir haben im Gegensatz oder wir haben im Hinblick auf die letzte Wahlperiode in dieser Wahlperiode mit dem Doppelhaushalt die Naturschutzmittel aufgestockt um 60%. Wir haben jetzt 33 Millionen € im Doppelhaushalt zur Verfügung für Naturschutz. Das ist eine Riesensumme, die zu den Landwirtschaftsprogrammen kommen, die ja auch ausgerichtet sind auf Naturschutz, die dazukommen zum Thema Renaturierung von Fließgewässern, die aus einem anderen Etat finanziert werden, die aber auch für die Gestaltung von Lebensräumen von Arten zur Verfügung stehen. Mit Geld allein ist aber natürlich das Problem insgesamt nicht gelöst. Wir brauchen auch die Akteure, die mitmachen. Deswegen haben wir in diesem Jahr die Professionalisierung der Landschaftspflegeverbände begonnen. Wir bringen hier zusammen die Landwirtschaft, den Naturschutz im Haupt- und Ehrenamt, auch die Jäger, die Forstverwaltung und die Kommunen. Weil da, wo die gemeinsam kooperieren und den Naturschutz, die Maßnahmen dann gemeinsam umsetzen, da wird dann auch am Ende etwas Gutes draus, weil alle auf die Lebensräume dann achten und nicht mehr zerstören. Und das ist der Weg, den wir weitergehen wollen mit dem Doppelhaushalt. Die Professionalisierung der Landschaftspflegeverbände wird weiter von uns gestaltet werden. Und natürlich haben wir auch die Landwirtschaft als Schwerpunkt. Und ich wundere mich immer, wenn gerade die FDP so tut, als gäbe es eine Riesendiskrepanz zwischen den Landwirten, die konventionell ihre Äcker bewirtschaften, und solche, die ökologisch wirtschaften. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe sie nämlich zusammengebracht. Ich habe den Graben überwunden durch viele Gespräche, durch viel Zusammenarbeit, Kooperation. Und gerade der Ökoaktionsplan, der nicht nur den Ökos, wie wir sie immer freundlich nennen, sondern auch den konventionellen, viel an Förderung bietet,
wird gut angenommen. Und inzwischen gibt es da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den konventionellen Betrieben und den ökologischen Betrieben. Und das wollen wir in Hessen auch so beibehalten. Wir wollen die alten Grabenkämpfe nicht mehr haben. Erstaunt bin ich allerdings, dass Sie alle nicht mitgekriegt haben, wie wir die Milchbauern unterstützt haben und dass wir das mit der AGZ gemacht haben, also mit der Ausgleichszulage, und dass ich bereits im letzten Sommer in der Plenarsitzung, wo wir über das Thema Milch diskutiert haben, damals habe ich bereits erläutert, dass die AGZ nicht nur für die Milchbauern, sondern auch für andere für die anderen Bauern zur Verfügung steht, die in solchen benachteiligten Gebieten sind. Ich habe aufgrund eines Antrags auch noch schriftlich den Abgeordneten des Umweltausschusses mitgeteilt, um wie viel Prozent es dabei geht. Entweder hören Sie nicht zu, oder Sie lesen das nicht, was Sie bekommen, oder Sie wollen jetzt nichts mehr davon wissen, weil der Rechnungshof es noch einmal niedergeschrieben hat. Aber wenn Sie die alten Plenarprotokolle und die alten Papiere noch einmal rausholen, werden Sie genau das nachlesen können. Und ich habe es Ihnen damals genau so schon ausgeführt. Also, die Überraschung ist eigentlich keine mehr. Meine Damen und Herren, ich komme zum dritten und letzten Punkt, nämlich dem Klimaschutzplan und der Finanzierung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzplan. Klimaschutz findet bei der FDP nicht statt. Das habe ich jetzt schon einmal verstanden. Das haben Sie auch schon bei der Vorstellung des Klimaschutzplans gesagt. Was ich aber verblüffend finde, ist, dass Sie das Landesticket immer noch so für Diskussionen sorgt, weil es müsste eigentlich inzwischen jeder verstanden haben, dass die 100 Millionen nicht an die Landesbediensteten gehen, sondern zur Verfügung gestellt werden den Verkehrsverbünden, damit die auch das Angebot ausweiten können. Und das gehört zum Thema Klimaschutz dazu, weil nur wenn wir mehr öffentlichen Nahverkehr haben und mehr Menschen diesen öffentlichen Nahverkehr benutzen, dann dient das dem Klimaschutz. Und so können wir dem Klimawandel entgegentreten. Deswegen ist das so ein ganz wichtiger Punkt. Der Verkehrsbereich trägt zu 35% den Treibhausgasemissionen in Hessen bei. Zu 35%. Das ist der Hauptbrocken insgesamt. Und gerade deswegen ist natürlich im Etat des Wirtschafts- und Verkehrsministers der Hauptteil verankert von den 140 Millionen € für den Doppelhaushalt. Das ist doch völlig klar, dass da das meiste auch zu finden ist. Und ich bin da gar nicht neidisch, sondern ich habe mit dafür gesorgt, dass da so viel Geld zur Verfügung steht, weil wir insgesamt die Klimaziele erreichen wollen in Hessen. Und Frau Löber, warum Sie jetzt schon behaupten, dass wir die nicht erreichen? Frau Ministerin, ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Ich komme jetzt auch zum Schluss. Das erschließt sich mir überhaupt nicht, weil das nämlich überhaupt nicht stimmt. Und mit unseren weiteren Maßnahmen, gerade im Verkehrsbereich und in meinem Bereich, wo wir auch noch zusätzlich die Kommunen unterstützen, werden wir nicht nur für Klimaschutz sorgen, sondern auch für effektive Klimawandelanpassungsmaßnahmen. Auch das ist wichtig, weil wir uns auf den Klimawandel einstellen müssen. Insofern die richtigen Schwerpunkte, ein guter Etat für die nächsten beiden Jahre im Umweltbereich. Danke schön. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Einzelplanlesung zu 09.